Ich fühlte mich richtig wichtig, liebe Gemeinde. Mein Vater bat mich, unter die Eckbank zu kriechen, um dort etwas zusammenzuschrauben. Ich war klein genug, um mit wenig Mühe an die richtige Stelle zu kommen und gerade groß genug, dass ich mit dem passenden Schlüssel die Schrauben anziehen konnte. War ich stolz, dass ich das machen durfte. Nach vorsichtiger Einweisung ging es ganz locker von der Hand. Die Schraube war etwas lang, sodass es etwas gedauert hat, bis ich die Mutter ans Holz geschraubt hatte. Aber selbst da machte es mir keine Mühe. Ich schraubte munter weiter. Die Schraube wurde fester, aber es ging so problemlos. Ich war voller Eifer. Mein Vater warnte mich: Sei vorsichtig, hör mal auf. Ich glaube, es reicht jetzt. Aber es ging ja noch so leicht. Da riss die Schraube mit einem großen Knall ab und alle waren ganz erschrocken. Das umhersausende Metallstück traf zum Glück keinen von uns. Die Ersatzschraube dürfte ich auch wieder einschrauben. Diesmal war ich vorsichtiger. Und ich weiß bis heute, es geht nicht um die Kraft, mit der ich schrauben kann. Selbst mit dem Schraubenschlüssel in der Hand ist Feingefühl wichtig. Jetzt wird es abgedreht, denken manche, wenn es um den Heiligen Geist geht. Er wird nicht sichtbar, wie Jesus, der Kranke heilt, Gleichnisse erzählt und Kinder segnet. Unter Jesus kann man sich etwas vorstellen, weil es Geschichten gibt, die von ihm berichten. In Jesus ist Gott Mensch geworden und uns ganz nahe gekommen. Wie kann man sich den Heiligen Geist vorstellen? Feuer und Wind, Energie und Kraft, das ist für uns nichts Persönliches, das sind chemische und physikalische Phänomene. Und doch ist der Heilige Geist nach unserem Glauben eine Person des einen Gottes. Er ist Gott, ganz persönlich für uns, von aller Anfang an. Alles, was Jesus tut, ist möglich, weil Gottes Heiliger Geist ihn erfüllt hat. Dazu gehört gerade auch seine Nähe und sein Verständnis für die Menschen. Es ist eine tief verflochtene Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Sie handeln nicht in Konkurrenz und gegeneinander, sondern gemeinsam und füreinander. Dass Gott die Liebe ist, wird in diesem Miteinander sichtbar und wirksam. So begegnet sie auch uns Menschen. Das Wort für die Pfingstwoche bringt es auf den Punkt. In Sacharja 4, Vers 6 heißt es: Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Das fängt mit Jesus an. Er hat die Menschen nicht mit psychologischen Tricks behandelt. Er hat sie nicht bedroht oder unter Druck gestellt. Die Menschen fanden in ihm die echte Nähe und Zuwendung des ewigen Gottes. Das war für sie die lebensverändernde Begegnung. So etwas, liebe Gemeinde, kann man nicht anordnen oder befehlen. Für so eine Begegnung braucht es den besonderen und geschenkten Moment, den nur der Heilige Geist schaffen kann. Deshalb ist dieses Fest für uns als Gemeinde Gottes so wichtig. Was plagen wir Kirchen und Christen uns ab? Mit welchen Mitteln und Möglichkeiten erreichen wir die Menschen, fragen wir uns. Gute Ideen, Ratschläge, Warnungen, daran haben wir ja keinen Mangel. Was wir brauchen, ist der Heilige Geist. Der Glaube, das Vertrauen auf Gott lässt sich in keinen Menschen hineinpressen, hineinzwingen, argumentieren, noch nicht einmal predigen. Es muss eine Begegnung mit dem Auferstandenen, dem ewigen Gott geben. Eine Begegnung, die der Heilige Geist möglich macht. Und das ist eine befreiende Erfahrung. Gott schenkt uns durch seinen Geist Liebe und Freiheit. Damit das kein Aha-Moment bleibt, befähigt und leitet uns der Heilige Geist dazu, das im Miteinander zu leben. So wie es in Gott ist, soll es auch unter uns sein. Dazu brauchen wir wirklich ein ständiges, persönliches Wirken des Geistes in uns. Ein Wirken der Vergebung, der Erkenntnis des Guten, des Neuanfangs und des wachsenden Vertrauens auf die Hilfe und die Kraft unseres Gottes. Im Heiligen Geist kommt Gott dir ganz nahe. Und er bleibt es auch, wenn du ihn willkommen heißt. Durch ihn will er dich zu einem Menschen machen,
der anderen mit Geduld und Liebe begegnet, nicht mit Vorurteilen und Hass. Du sollst zu einer Persönlichkeit werden, die gerne vergibt, das Gute im anderen fördert und Menschen hilft, die Freiheit eines Christenmenschen zu entdecken. In einer Welt, in der es wirklich abgedreht zugeht, wo es um Herrschaft und Macht und Gewalt geht, da gilt für uns ein anderes Wort. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Komm in unser Leben, erneuere uns, erfülle uns, leite uns. Du weißt, wie schwer es uns manchmal fällt, uns nicht den Mustern dieser Welt anzupassen. Vergib uns und gib uns Mut, neu anzufangen und die Kraft, durchzuhalten. Lass uns als deine Gemeinde einander Rückhalt geben. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Komm in unsere Gemeinde. Erneuere uns, erfülle uns, leite uns. Du kennst unsere Sorgen um die Zukunft unserer Gemeinde, unserer Kirche und unseres Glaubens in diesem Land. Wir haben so viele Möglichkeiten, aber ohne dich können wir nichts tun, was geistlichen Bestand in den Herzen der Menschen hat. Lass uns als deine Gemeinde zum Zeugnis werden für dein Wirken in dieser Welt. Heiliger Geist, wir bitten dich, komm. Komm in unsere Stadt, in unser Land und in unsere Welt. Erneuere uns, erfülle uns, leite uns. Du weißt um die Schmerzen der Leidenden. Ob es dieser Virus ist, ob es Krankheiten, Hunger oder Verfolgung, Misshandlung und Unterdrückung sind. Wir wissen, dass deine sanfte Kraft stärker ist als alle Gewalt, die uns niederdrückt. Wir können ohne dich nichts tun, aber wenn es dir gefällt, dann lass uns zum Licht der Welt und zum Salz der Erde werden. Amen. Lasst uns gemeinsam beten, wie unser Herr es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sei dem Segen unseres Gottes anbefohlen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.